Das Bieterverfahren von Düsselraum. Einfach erklärt. Sie interessieren sich für eine unserer Immobilien, die im Bieterverfahren verkauft wird? Das müssen Sie tun. Sie stellen wie gewohnt eine Anfrage für das Objekt und vereinbaren einen Besichtigungstermin mit einem unserer Makler. Wenn Ihnen die Immobilie gefällt, schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Erstangebot an bieten@düsselraum.de. Dabei liegt es in Ihrer Hand, ob Sie den angegebenen Richtwert über- oder unterbieten. Nach Ablauf der Frist teilen wir Ihnen das aktuelle Höchstgebot via E-Mail mit. Nun können Sie sich frei entscheiden, ob Sie noch ein zweites und somit ein letztes Mal mitbieten möchten. Nach Ablauf der finalen Frist wird allen Interessenten mitgeteilt, ob sie den Zuschlag erhalten haben oder nicht. Beachten Sie, der Verkäufer ist nicht gezwungen, das Angebot des Höchstbietenden anzunehmen. Sollten Sie also beispielsweise bereits eine Finanzierungszusage Ihrer Bank erhalten haben, reichen Sie diese gerne zusammen mit Ihrem Gebot ein. Sie sehen, das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, gilt hier nicht. Jeder Interessent, der die Immobilie besichtigt hat, hat auch die Chance zum Erwerb des Objekts. Außerdem kann, anders als bei einer klassischen Auktion, lediglich zweimal auf ein Objekt geboten werden. So soll verhindert werden, dass der Kaufpreis ins Extreme steigt. Grundsätzlich zu beachten gilt, der rechtswirksame Erwerb kommt erst mit dem notariell beurkundeten Kaufvertrag zustande. Käufer und Verkäufer sind also völlig frei in ihren Entscheidungen. Sie haben noch Fragen? Nehmen Sie jetzt Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie. Düsselraum. Persönlich, lokal, digital.